Am Flughafen in Indien stand Lola mit ihrer Mutter. Mutter und Tochter schauten auf die Flugtafel, um ihren Flug nach Deutschland zu suchen. Nach ungefähr 8 Stunden sind sie am Berliner Flughafen angekommen. Ein paar Minuten später fahren sie mit dem Taxi zu ihrer neuen Wohnung. Nach 2 Wochen geht Lola wieder zur Schule. An der Schule wartet die Lehrerin auf sie. Gemeinsam gehen die beiden in den Klassenraum. Die Lehrerin sagt zur Klasse: Das ist ab sofort eure neue Mitschülerin. Ihr Name ist Lola, sie kommt aus Indien. Hat jemand noch Fragen? Auf dem Pausenhof probiert sie Anschluss zu finden, doch anfangs findet sie niemanden. Auf einmal hört sie ihren Magen knurren und entschließt sich, etwas aus der Kantine zu holen. Sie steht in der Kantine und wundert sich über die verschiedenen Speisen. Von hinten sagt ein anderes Mädchen: Du bist sicher die Neue, kann ich dir helfen? Lola antwortet: Was sind das alles für Gerichte? Das Mädchen sagt: Das ist Currywurst, Schnitzel und Nudeln. Ich finde Schnitzel am besten. Okay, dann koste ich mal das Schnitzel. Nach der 7. Stunde ist die Schule vorbei und sie gibt einigen Mitschülern eine Einladung zu ihrer Einweihungsparty. Am Wochenende ist die Party. Ihre Mutter hat viele indische Gerichte gekocht. Eine Mitschülerin fragt: Was ist das alles für Essen? Das ist Tomatensalat mit Minze und das ist Geflügel mit indischem Curry. Sie erzählen noch eine ganze Weile. Für ihr ganzes Leben lang bleiben sie beste Freunde. Thank you.